Und selbst wenn jetzt Eintracht Braunschweig in dieser Saison absteigen sollte und die schlagen Hannover jetzt einmal, spielen einmal unentschieden oder so, dann ist die Saison trotzdem gerettet. Das meint Andreas Buchal. Reingekniet hat er sich in die Rivalität der beiden Clubs. Seiner Examensarbeit als Buch veröffentlicht und so ist nachzulesen, dass Braunschweig einst als Metropole erblühte. Im Mittelalter dann mehr und mehr an Einfluss verlor. Alles ist nach Hannover gewandert, ne? Bis hin zum Messestadtstatus. Jegliches kleinste Detail, Braunschweig war dann auf einmal nur noch klein am Rand, Hannover war das Große. Das kleine Braunschweig aber zum Gründungsmitglied der Bundesliga bestimmt wurde, 4 Jahre später, 1967, sogar deutscher Meister der Fußball-Bundesliga wurde. Fortan duellierten sie sich. Immer wieder. Es ging um Auf- und Abstieg. Sie rangelten in der Regionalliga im Pokal. Zwei Traditionsvereine, deren Rivalität inzwischen die unterschiedlichsten Dimensionen erreicht hat. Je weiter unten man ist in der Ebene, also im Hardcore-Fanblock, da ist es absoluter Hass. Und je weiter man nach oben in der Preiskategorie der Karten vielleicht, wenn man so sagen will, geht, ne? Auf der VIP-Tribüne, da wird man gar nicht so wirklich was von Hass oder irgendwie sehen. Und den Vorstandsebenen der Vereine sowieso nicht. Wir treffen uns in Hannover. Mit 96 Urgestein Dieter Schatzschneider, der Stadionchef Thorsten Mayer ist da und Martin Kind, der Präsident. Für ihn steht ein Kriterium des Derbys ganz klar im Vordergrund. Die Emotion ist ja gut. Die ist ja zu akzeptieren. Das ist ja Fußball und die Stimmung. Deshalb brauchen wir auch die Fans. Nur so ein paar kleine Begleiterscheinungen, die brauchen wir nicht zwingend. Und für diese Begleiterscheinungen werden hier in der Einsatzzentrale der Polizei 12 Beamte die Augen offen halten. Mit einer neuen Software, die Bilder von insgesamt 42 Stadionkameras ausgewertet. Dadurch, dass wir jetzt mit dieser Videotechnik die Möglichkeit haben, tatsächlich auch im Detail was nachzuvollziehen, muss wirklich jeder damit rechnen, dass er einem sehr hohen Entdeckungsrisiko ausgesetzt ist. Und dadurch erhoffen wir uns eigentlich, dass die Gewalt im Stadion abnimmt, dass also auch diese Videoanlage einen präventiven Charakter hat. Auch draußen vor den Toren die totale Kontrolle. 700 Ordner werden im Einsatz sein, 130 mehr als gewöhnlich. Aber vielleicht kommt ja alles anders. Der größte Wunsch wäre natürlich, wenn die Fans einfach mal ganz anders reagieren, als aufgrund der öffentlichen Diskussion und Einschätzung erwartet wird. Bei diesen beiden klingelt's. Rivalen von einst, Costa Rodriguez und Carsten Linke, spielen in aller Freundschaft. Ein Spot des Städteverbunds Braunschweig-Hannover. Und in Braunschweig deeskaliert ein Intellektueller, der Doktor der Wirtschaftsinformatik Gerald Fricke. Parliert, satirisches zum Derby. Ein Buch hat er sogar geschrieben in Sachen gelb-blauer Sucht. So richtig wahrgenommen wird er zwar nicht, aber eine Meinung hat er. Ein wirklicher Fan, der leidet mit seiner Mannschaft, der freut sich mit seiner Mannschaft, der kann aber auch über seine eigene Mannschaft lachen. Das Derby. Vor 37 Jahren zuletzt in der Bundesliga. 1976 gewannen die Roten in Grün mit 2:0. Braunschweig verlor mit Dietmar Erler. Keiner liebte 96, wenn er hier gespielt hat und umgekehrt. Aber es war ein ganz normales Spiel, ein Derby. Und damit bleibt es mir auch nicht in Erinnerung, weil 100.000 Polizisten da waren oder hinterher 50 Leute auf der Straße lagen. Ich kenne ja auch so viele Braunschweiger noch. Ich sage nur Wolfgang Grobe, gegen den habe ich gespielt. Bernd Franke, Bernd Gersdorf, sind alles Bekannte von mir. Und ich habe Hochachtung vor Braunschweig. Und das sollten wir alle haben vor diesem Verein, die wir hier bei 96 tätig sind. Freitag wird man sehen. Ein Wiedersehen beider Clubs. Ob es ein gutes wird?